Wir sehen die erste Frage und Antwort. Ja, sorry. Okay. Hallo zusammen, mein Name ist Charles Nguela und wir sind hier heute mit Helvetia an der HSG-Startwoche. Die HSG-Startwoche steht für Spass da, aber heute werden wir zwei neue Studenten auf Herz und Nieren testen. Das heißt, viel Mut und viel Selbstvertrauen bringt da eigentlich nichts, weil es ist ein Quiz, aber hilft sicher, den Hauptpreis abzahnen. So, jetzt kommen wir gerade zu den Juicy Stuff. Ihr wollt sicher wissen, was sie gewinnen können. Nämlich die zwei Kandidaten hier neben mir können einen Hauptpreis von einem Abendessen für die gesamte Startwochengruppe im Wert von 1600 Franken bekommen. Und ihr zuhause könnt auch noch mitmachen. Geht bitte auf mentimeter.com, loggt euch ein und der Code wird dann gerade hier eingeblendet. Und es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass ihr euren Vor- und Nachnamen erwähnt, weil nach dem Wettbewerb werden wir euch dann kontaktieren. Und wie gesagt, ihr könnt auch noch etwas gewinnen, nämlich einmal einen Gutschein für die ganze Startwochengruppe an 600 Franken für die Südbar. Und ich habe mir gehört, irgendjemand hat mir erzählt, dass sie in der eine Gruppe hat etwa 30 Leute, finde ich eine sehr gute Idee, weil weniger als 30 wäre nicht gut. Vor allem, ich sage immer, ab der 3, wenn irgendjemand sagt, gehen wir weiter, passiert meistens nichts Gutes. Vor allem, wenn ihr über 200 Franken zur Verfügung habt, das passiert nicht gut. Das letzte Mal, als der Kollege mir das gesagt hat, bin ich bei ihm zu Hause im Einkleiderzimmer aufgewacht. Und seine Frau war hässig, weil ich ihre BH als Aschenbecher gebraucht haben. Ja, aber ihr wisst, hure schlimm wegen einmal, gell? Ich habe ihr gesagt, Steffi, ich weiss, ihr habt die Victoria's Secret als Aschenbecher gebraucht, aber wenn schon, dann schon. Weißt du, wie ich meine? Entweder you go all in or go home. Aber ja, dann hätte sie mir nicht mal Kaffee am Morgen geben, wie sie gefunden hat. Oh, du darfst nicht sagen, dass ich nachträglich bin. Ich meine, was für ein Gastgeber? Gib dir keinen Kaffee. Egal, ich schweife ab. Sorry. Gehen wir gerade zu der Erklärung. Natürlich wollen wir wissen, wie das Spiel eigentlich funktioniert. Die Kandidaten bekommen 5 Fragen über und sie haben jeweils 1 Minute Zeit, die Frage zu beantworten. Aber sie machen das natürlich nicht allein. Sie bekommen Hilfe über von 2 Helvetia-Mitarbeitenden oder so wie wir sie hier gerne nennen, Helvetianer. So, und jetzt möchte ich euch meine 2 Kandidaten vorstellen. Auf der linken Seite habe ich den Raphael Hildebrand. Hallo. Danke schön. Hallo. Geht's dir gut? Ja, tipptopp. Bist du nervös? Ja, schon ein bisschen. Ich glaube, man merkt es. Aber musst nicht sein. Du hast einen recht speziellen Akzent. Woher kommst du? Ich komme aus dem Wallis und gewöhnlich die Reaktion hier an der HSG ist, das ist zuerst einmal lachend. Okay, gut. Ihr habt eine sehr lustige Art, wie ihr sagt, gehen wir runterschauen. Wie sagt ihr das? Gaber ein Brie. Ich finde das so lustig. So, auf meiner linken Seite haben wir Saraina Wimpli. Wimpli. Entschuldigung, ich habe das geübt, aber das kannst du noch nicht perfekt. Und, bist du nervös? Ja, ein bisschen schon. Ja, was studierst du an der HSG? Ich möchte nach dem Assessment Law und Eco machen. Ah, okay. Mal schauen, wie es kommt, oder? Gut, und wie gesagt, sie werden unterstützt von 2 Helvetianern. Nämlich, Saraina wird von Florian Hotz unterstützt. Darf man wissen, was du bei Helvetia machst? Ich bin Leiter Strategie
Und die spezielle Sonderaufgabe habe ich natürlich auch, zu dieser Gruppe 35 zum Erfolg zu verhelfen. Ja, genau. Dass ich vielleicht auch ein Happy Meal oder so von diesen 1'000 Franken überkomme, wäre genial. Auf jeden Fall. So, und da auf meiner linken Seite. Und sie wird Raphael unterstützen mit Florina Morell. Ich habe gehört, du bist neu da. Neu, seit einem Monat bei der Helvetia. Genau. Und verantwortlich für? Für betriebliches Gesundheitsmanagement und angesiedelt bei Change and Development. Ah, nice. Also, liebe Leute, wenn ihr auch mal so weit wollt, dann aufpassen. Also, wollen wir anfangen? Sind ihr ready? Sicher? Ja. Okay, Handys bereit? Eingeloggt? Ja. Ihr auch zuhause? Nicht vergessen, sehr, sehr wichtig, Vor- und Nachnamen unbedingt erwähnen. Weil das werden wir dann nach dem Wettbewerb dann euch, wir werden euch dann kontaktieren. So, kommen wir gerade zu der ersten Frage. Nämlich, für welche Summe hat Mariah Carey ihre Beine versichern lassen? Ich glaube, relativ. Wie man sieht, sie lassen sich hier beraten. Ich glaube, machst mal. Noch ganz cool. Von 121.000 bis 821 Millionen. Was könnte es sein? 121.000 bis 821 Millionen. Mariah Carey, bye. Ich bin gespannt. So, sind wir fertig? Und das Resultat wäre, ich gehe jetzt über, aber horizontal. Es ist 821 Millionen. Also ich finde das ein wahnsinnig. Was ist das für eine Versicherung? Wie viel kostet? Wie viel zahlst du Prämie im Jahr? Was für ein Körperteil willst du versichern lassen? Wenn du könntest. Wahrscheinlich Tor. Tor? Ah, das ist eine gute Idee im Fall. Nein, stimmt. Ich bin 30, ich merke langsam, dass ich da. Ja. Und du, Saraya, was willst du? Ich kann nur folgen, es ist eine gute Idee. Ja, ich würde. Was würde ich? Ich glaube, Füße. Ja, ich laufe recht viel in die Tischkante rein. Das heisst, ein bisschen Zeche, ich würde sicher einiges verdienen. So, machen wir dann gerade weiter. Nächste Frage. Zwar, es sind neu da, aber vielleicht wisst ihr das schon. Welchen Verein gibt es nicht an der HSG? Ich wiederhole, welchen Verein gibt es nicht an der HSG? A. Getaway to India. B. HSG Big Band. C. Gourmet and Cooking. Oder D. St. Gallen Sunny Boys Lacrosse. Das wie gesagt, welche Gruppe, welcher Verein gibt es nicht? Mit welchem Verein geht es? Welchen Verein gibt es nicht? Und Edi Hai hat natürlich weniger Zeit, wie euch schon aufgefallen ist. Er hat nur 30 Sekunden zum Antworten und die da vorne in 1 Minute. Und ihr merkt, die nutzen jede Kunde. Ich hätte noch nie so. 1600 Franken zum Essen ist nicht wenig. Das glaube ich. Sind über 100 Chateaubriands. Ich bin sicher, ob es dritt. Du hast hochgerechnet. So, liebe Leute, wir haben die Antwort. Und es wäre eigentlich die Antwort C gewesen: Gourmet and Cooking. Echt? Ja. Das wäre es eigentlich sein, wenn wir jetzt mal den Zwischenstand sehen. Saraya ist mit 1000 Punkten am Führen. Raphael. Moment. Ja, aber Gas! Das ist einfach nicht einfach. Es geht um 1600 Franken zum Abendessen. Denk an die Chateaubriands. Denk an die Chateaubriands, Raphael. So, jetzt kommen wir gerade zu einer Schätzungsfrage. Es ist ein Schadenfall. Purenhof ist abgebrannt. Und jetzt ist die Frage, wie viel oder wie hoch ist der Schaden? Ihr werdet jetzt gerade sehen, entweder von 100.000 bis zu 1,2 Millionen. Mhm. Wie hoch beträgt der Schadenfall? Von 100.000 zu 1,2 Millionen. Ihr die Hai, in 10 Sekunden eure Zeit wäre jetzt um. Jetzt in 3, 2, 1. Online-Teilnehmer haben jetzt ist abgeschlossen. Und ich glaube, hier auch. Und liebe Leute,
Keiner von euch hat es richtig gehabt. Ihr habt beide auf 1,2 Millionen tippt, aber der Schadenfall beträgt 400.000. Ah, sorry. Aber hey, wenigstens hat sie den Abstand nicht können vergrößern. Das ist gut. So, liebe Leute, jetzt kommen wir gerade zur vierten und sehr interessante Frage. Es sind auch neu, aber ich hoffe, ihr habt das schon mal gehört von irgendjemandem oder von einem HSG-Student. Nämlich, welchen Namen trägt der Mittwoch unter den HSG-Studenten auch noch? Ja, das ist der Tag, den ich mir ein sehr lustiger Name. Ich weiss nicht, was das über die HSG aussagt, aber... Aber allein schon von der Antwort weiss ich, kann ich einschätzen, wie die HSG-Studenten drauf sind. Sind ihr? Und die Antwort wäre... Spritwoch! Das sagt einiges über euch aus. Und wir haben... nur eine Person hat es richtig gehabt, nämlich der Raphael. Ah. So jetzt? So jetzt? Wir haben es auch gehabt. Zwischenstand. Oder habe ich das falsch gesagt? Hat der Raphael nicht? Ja? Sarayne hat es richtig gehabt. Es tut mir leid, oh, Sarayne hat es richtig gehabt. Es war auf der linken Seite zu meiner Verteidigung. Okay. So, und sie hat nur noch den Abstand vergrößert bis 2000 Punkte. Come on, Raphael, don't let me down. Aber also, der Gewinner ist eigentlich, oder die Gewinnerin ist jetzt eigentlich schon klar. Aber wir haben noch eine Frage. Nämlich, welche Art von Police gibt es bei der Helvetia? A. Malta-Police? B. London Police, C. Barcelona Police oder D. Mallorca Police. Müsste ich jetzt eigentlich. A. Malta, ja. B. London, C. Barcelona oder D. Mallorca. Wie gesagt, die haben nur 30 Sekunden. Eure Zeit läuft in 5 Sekunden ab. Und hier okay. Im Studio, wenn ich es so darf nennen, sind sie noch am Besprechen. Und sind ihr ready? Und die Antwort wäre D. Mallorca Police. Stimmt das wirklich? Keine Ahnung. Stimmt das wirklich? Heißt es so? Also, liebe Leute, ja. Wir haben eine Gewinnerin. Es ist ganz klasse. Raina! Hey! Sehr, sehr gut gemacht. Euch zuhause, die Online-Teilnehmer, wir, du wirst von uns dann kontaktiert. Und ich möchte noch etwas erwähnen für Studierende hier. Ihr könnt euch bei der Helvetia sehen, das, wie heisst das Programm? Mentoring-Programm, wo ihr werdet 3 Jahre lang mentort, egal was es ist, ob es kann ich rechnen, ist Technik, egal was oder wo ihr Hilfe braucht, ihr werdet 3 Jahre lang begleitet. Könnt ihr anschauen, schaut euch hin, meldet euch an. Aber ich möchte mich jetzt verabschieden. Ich glaube, wir haben ganz viel Spass hier gehabt. Bleibt sicher, passet aufeinander auf und ade miteinander. Tschüss zusammen.